Pastor Weine, grüß Gott aus der Schwindgasse in Wien und danke, dass Sie sich dazugeschaltet haben und dadurch meinen Vater auch ehren. Ich habe meinen Vortrag vorbereitet, als würde ich zu Hause sitzen und eine Zoom-Konferenz haben und ich lese von dem Bildschirm. Also erlauben Sie mir ganz kurz hineinzuschalten. So. In dieser illustren Runde bin ich wohl der am wenigsten Berufene, etwas über die Konturen und den Zusammenhalt der kroatischen Sprache vorzutragen. Da ich aber von den Organisatoren dieses Symposiums freundlich gebeten wurde, nicht als Fachmann, sondern als Sohn des Geehrten zu Ihnen zu sprechen, nehme ich diese Einladung gerne an und will skizzieren, was ich darüber von meinem Vater so nebenher im informellen Austausch gelernt habe. Vielleicht kann ich dabei auch ein etwas persönlicheres Licht auf ihn werfen. Diesen meinen Beitrag will ich aber auch meiner vielgeliebten Mutter im Gedenken widmen, die uns, während ich an diesem Beitrag schrieb, verlassen hat und ohne die das, was mein Vater war, so wie Sie ihn gekannt haben und was er schuf und vieles von dem, von dem ich hier sprechen werde, nicht möglich gewesen wäre oder gar denkbar. Nervös bin ich. In unserer Familie war Sprache schon immer ein Thema. Zunächst aber nicht theoretisch, sprachwissenschaftlich, vielmehr ganz praktisch und alltäglich. Doch schon lange davor konnte die Familie, in die mein Vater hineingeboren wurde, eine alte Agramer Familie, die von Generation zu Generation durch Anheiratung den Familiennamen wechselte, einige Dichter und Literaten sowie sprachgewandte Familienmitglieder aufweisen, die auch mit Sprache arbeiteten. Der Ur-Urgroßvater meines Vaters, der Jurist Matija Mrazovic, ein bedeutender kroatischer Politiker, Advokat und Mitbegründer sowie Parteiführer der Narodna Stranka, der Volkspartei, war einst Landtagsabgeordneter und sogar Bürgermeister der Stadt Agram. Und er war Schriftsteller und Publizist, Herausgeber des Blattes Pozor. Auch sein Sohn Lacko, Ladislav Mrazovic, war Schriftsteller und Publizist. Matija Mrazovic, älteste Enkelin Cvjeta, heiratete den Iloka-Advokat Ante Benešić, den Großvater meines Vaters. Dieser schrieb Geschichten und Gedichte, vornehmlich anakreontische Lyrik. Eines mir überliefert es auch über den Schilcherwein. Und veröffentlichte satirische und geschichtliche Dramen, dessen Halbbruder Julije Benešić, der bedeutende kroatische Schriftsteller, Polonist und Übersetzer, für uns Čika Jule, Onkel Julius, war der Onkel meines Vaters. Doch auch sein Vater, mein Großvater, Natko Katičić, auch Advokat und Jurist, der in Wien bei Hans Heckelsen, dem Vater der österreichischen Verfassung, studiert hatte, war Autor mehrerer Bücher. Čika Jule war es, der, als mein Vater 15 war, eine Neigung zu alten Sprachen bei ihm erkannte und ihm eine Sanskrit-Grammatik schenkte. Mit der lernte mein Vater dann lange und mühselig im Selbststudium Altindisch. Das machte ihn später, als das blockfreie Jugoslawien freundschaftliche Beziehungen zu Indien pflegte, wie es die damaligen Umstände wollten, trotzdem er klassische Philologie studiert hatte, wohlens nolens zum Gründer des Lehrstuhls für Indologie an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Agram. So wurde er vom klassischen Philologen auch zum Indologen. Doch schon von klein auf beschäftigte Sprache meinen Vater und dabei immer und von Anfang an auch die kroatische Sprache. Obwohl ihn zunächst Altgriechisch und Latein viel mehr interessiert und in ihren Bann gezogen hatten, vor kurzem sagte er einmal in einem Interview, dass in diesen Zeiten, in denen wir leben, jeder kroatische Linguist, welches Fachgebiet auch immer er hat, sich auch mit der kroatischen Sprache beschäftigen muss. So tat auch er es. In einem Beitrag für Školske Novine, die Schulzeitung, unter dem Titel »Mein erster Schultag« erzählte er, wie früh diese Auseinandersetzung bei ihm schon begonnen hatte. Sinngemäß schrieb er da, dass sein Volksschullehrer Franjo Filipović der Klasse eröffnet hatte, dass es einen Menschen gebe, Vuk Stefanović Karadžić, dem wir es zu verdanken haben, dass wir lesen und schreiben können.
So heftig betonte der Lehrer die Rolle des Vuk Karadžić, dass bei meinem Vater der Eindruck entstand, dieser hätte gar die Schrift erfunden. Und da rebellierte mein Vater schon innerlich und fragte sich, was erzählt uns der hier? Doch schon die alten Ägypter konnten lesen und schreiben. Hatte ihn sein Vater doch vor kurzem ins Archäologische Museum in Agram geführt und ihm Hieroglyphen gezeigt. Schon am ersten Schultag begann damit die Rebellion also, die ihn dazu bewogen hat, ein Leben lang über die kroatische Sprache nachzudenken und zu forschen, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen, was schließlich im Werk Hrvatski jezik, die kroatische Sprache, kulminierte, sowie der Herausgabe des Buches Konturen und Zusammenhalt der kroatischen Sprache, nach welchem diese Zusammenkunft auch benannt ist. Nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums in Agram und dem anschließenden Studium der klassischen Philologie war mein Vater für ein Jahr Stipendist an der Athena-Universität Kapodistrion. Während dieses Aufenthaltes lernte er kraft seiner ausgezeichneten, auch hauptsächlich im Selbststudium erworbenen Kenntnisse des Altgriechischen auch sehr gut Neugriechisch. Als er bei einem Gruppenausflug auf der Insel Rhodos meine Mutter kennenlernte und sie anschließend in Athen wiedersah, war daher ihre gemeinsame Sprache von Anfang an Griechisch. Nach zweijähriger Verlobung und einem regen Briefwechsel zog meine Mutter nach der Hochzeit in Athen zu meinem Vater und seiner Familie nach Zagreb. Dort konnte sie sich schnell einleben und mit Hilfe aller im Hause, aber insbesondere jener von Tante Dora, der jüngsten Enkelin von Matija Mrazovic, sehr gut Kroatisch lernen und schließlich beginnen, an der Philosophischen Fakultät der Universität von Agram Archäologie zu studieren. Trotz der hervorragenden Kroatischkenntnisse meiner Mutter war die gemeinsame Sprache der Eltern das Griechisch geblieben. Und als ich als Erstgeborener zur Welt kam, hat mich zunächst eine griechische Welt empfangen. Meine Mutter sprach Griechisch zu mir, wenn sie mich in den Armen hielt, ebenso wie mein Vater, der in Gegenwart meiner Mutter auch stets Griechisch sprach. Griechisch ist somit meine erste Muttersprache gewesen. Kroatisch lernte ich zunächst vor allem im Umgang mit meinen im gleichen Haushalt lebenden Großeltern und meiner Großtante Dora und in weiterer Folge im Kindergarten und in der Schule. Natürlich sprach mein Vater alleine auch Kroatisch mit mir, aber wenn die Mutter anwesend war, haben wir immer Griechisch gesprochen. Das war meinem Vater wichtig, auch um diese Sprache zu festigen. Als meine Schwestern zur Welt kamen, sprachen wir Geschwister untereinander Kroatisch. Die Familiensprache, von der Mutter geprägt, war immer, wenn sie anwesend war, weiterhin jedoch Griechisch. Jeden Sommer besuchten wir auch für 3 Monate die Großeltern in Athen, sodass ich und meine Schwestern gewissermaßen auch in Athen aufgewachsen sind. Und so wie Athen und Zagreb, und so wie Kroatisch und Griechisch meine sprachlichen, so waren Athen und Zagreb meine geografischen und kulturellen Heimaten. 1969 war mein Vater Stipendist der Humboldt-Stiftung und wir verbrachten ein Jahr in Bad Godesberg bei Bonn, wo ich im Kindergarten und am Rheinufer spielend mühelos innerhalb weniger Monate Deutsch lernte. Es gab durchaus erste Anlaufschwierigkeiten, die ich allerdings nur aus anekdotischen Erzählungen kenne. So soll ich am zweiten Tag nach dem Kindergarten heimgekommen sein und gefragt haben, Tata, kako se na njemački kaže, to nisam bio ja. Papa, wie sagt man auf Deutsch, das bin ich nicht gewesen. Meine Motivation war also groß und sobald meine Schwester und ich gut genug Deutsch gelernt hatten, sprach mein Vater mit uns nur noch Deutsch, damit wir es besser lernten. So waren unsere Haushaltssprachen auf einmal Griechisch und Deutsch geworden. Das ging so weit, dass ich, als wir nach einem Jahr in Deutschland nach Agram zurückkehrten und ich schon voll freudiger Erwartung meinen Cousins alles erzählen wollte, den Mund auftat und kein Wort hervorbrachte. Ich hatte Kroatisch verlernt. An diesen Moment der Sprachlosigkeit kann ich mich bis heute so erinnern, als wäre er gestern gewesen und er hat mich nachhaltig geprägt. Natürlich hat diese Sprachlosigkeit nur sehr kurz angehalten und in Folge galt es vor allem, das gelernte Deutsch zu behalten und auszubauen. Unsere Mutter, die uns Kinder aufopfernd in Deutschkurse und zu Privatstunden bei Frau Peterlechner führte, aber auch der großen Bibliothek im Hause, die auch Werke von Karl May und Jules Verne auf Deutsch enthielt, haben wir es zu verdanken, dass uns das Deutsche erhalten blieb. Als mein Vater dann 1977 an die Universität Wien berufen wurde, um Professor Josip Hamm am Katheder für Slawistik nachzufolgen,
packten meine Eltern das Auto bis übers Dach und wir zogen nach Wien. Vor der Grenze in Spielfeld hielt mein Vater das Auto an und sagte feierlich: «Djeco, od sada razumijem samo hrvatski.» Kinder, ab sofort verstehe ich nur Kroatisch. Und diese Drohung machte er auch wahr. Er wollte nur noch auf Kroatisch angesprochen werden. So zwang er uns, unser Kroatisch weiterhin zu pflegen, auch wenn es zunächst sehr ungewohnt war, mit Vater ausschließlich Kroatisch zu sprechen. Er bestand jedoch unnachgiebig darauf und obendrein bestand er auf einem reinen Kroatisch, ohne jegliche Einstreuung von Griechisch, Deutsch oder Englisch, und gewährleistete damit nicht nur den Erhalt, sondern auch die Weiterentwicklung unserer Sprache. Mit Vaters unaufdringlicher Hilfe, so nebenher, konnten wir auf diese Weise trotz unserer nur kurzen formalen Schulbildung in Agram unsere Kroatischkenntnisse auf ein hohes Bildungsniveau heben. Damit waren wir ganz operativ dreisprachig und mein Vater war durch seine neue Stellung auch Slawist geworden. Zu Hause in Wien sprachen wir mit Vater Kroatisch und mit Mutter und im Familienplenum Griechisch. Mit der Außenwelt oder in Anwesenheit Deutschsprachiger sprachen wir Deutsch. Das war zunächst recht schwer, denn meist war es ein nahtloses Wechseln von einer Sprache in die andere. Dieses Code-Switching wollte anfangs nicht immer so recht klappen. Ich hatte viele Blackouts, Worte und Idiome fielen mir nicht ein. Aber nach etwa einem Jahr war auch diese Hürde gemeistert. Und wir wechselten meist mühelos zwischen den Sprachen innerhalb einer Konversation und je nach Gesprächspartner und Kommunikationssituation. Die Familiensprache, geprägt durch meine Mutter, war aber nach wie vor Griechisch. Und diese Prägung ging so weit, dass ihre 5 Enkelkinder alle Griechisch können und ihre Schwiegerkinder auch Griechisch gelernt haben. In so einer Umgebung und Situation arbeitet man viel mit Sprache, denkt aber vielleicht nicht so viel darüber nach. Es sei denn, man muss seiner Umgebung dauernd erklären, dass es so etwas wie Serbo-Kroatisch gar nicht gibt und nicht einmal im ehemaligen Jugoslawien gegeben hat, wo die Sprachen Serbisch oder Kroatisch oder Serbisch genannt und als verschieden, aber im Sinne der Einheit und Brüderlichkeit, Bratstvo i Jedinstvo, als austauschbar angesehen wurden. Auch erklärungsbedürftig war, dass man selbst nur Kroatisch konnte und Serbisch zwar hauptsächlich durch die Sozialisierung von in Serbisch übersetzten Comics recht gut verstand, aber beim kleinsten Versuch, auch nur anzusetzen, es zu sprechen, kläglich scheiterte und sofort als Fremde enttarnt wurde. Von meinem Vater lernte ich auch, dass Serbo-Kroatisch eine Erfindung der österreichischen Außenpolitik war, zur Zeit der Monarchie, die sich davon in ihren Bestrebungen, das Kaiserreich bis Thessaloniki auszuweiten, eine Vereinfachung in der Verwaltung und der Bildungspolitik versprach. Interessanterweise waren es zuerst die serbischen Eliten, die gegen diese Vereinheitlichung Sturm liefen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung Jugoslawiens fanden sie als aspirierende hegemoniale Macht im neu gegründeten Königreich allmählich doch Gefallen dran. Und bis heute spukt dieses Gespenst, heute als sprachenpolitisches Vehikel einer Regionalreunion am sogenannten Westbalkan, durch die Köpfe serbischer und gewisser europäischer, auch dieser Ideologie tragender Politiker. Bezüglich dieses ideologisch geprägten Begriffs Westbalkan fand mein Vater es als amüsantes Detail am Rande auch erwähnenswert, dass geokulturell gesehen weder Serbien noch Kroatien zum Westbalkan gehören, außer vielleicht zu einem vernachlässigbar geringen Teil. Denn der überwältigend größte Teil Serbiens liegt geokulturell am Mittel- und Ostbalkan. Zu diesem Thema gibt es in der Zeitung Večernji List, auch online, einen sehr empfehlenswerten Gastkommentar meines Vaters unter dem Titel Okanite se zapadnog Balkana. Lass den Westbalkan bleiben. Doch kehren wir zurück zur Frage nach der Sprachdifferenzierung, dem Kroatischen und dessen Unterscheidung vom Serbischen, mit der sich auseinanderzusetzen ich ständig aufgefordert war. Die für mein Gegenüber nachvollziehbare Beantwortung dieser Frage stellte und stellt noch immer eine nicht geringe Herausforderung dar. Wenn wir uns selbst die Frage stellen, was ist meine Sprache, ist es zwar nicht immer leicht zu definieren, was die eigene Sprache ausmacht. Trotzdem erkennt aber jeder sofort seine eigene Sprache.
Und noch mehr erkennt aber auch jeder, was nicht seine eigene Sprache ist. Da braucht jeder Serbe, Kroate oder Bosnier nur auf die BKS-Seiten der Stadt Wien zu schauen. Das ist aber Deutschsprachigen ja auch durchaus geläufig. Konnte man selbst noch in den 70er Jahren in Wien Aussprache, Ton, Melodie, aber auch Wortschatz und vor allem Idiomatik bezirksweise zuordnen. Noch deutlicher wird das, wenn man den Radius erweitert und die österreichischen Bundesländer in den Blick nimmt. Ist doch der Kärntner bereits nach wenigen Worten als solcher erkannt, lässt sich seine Sprache doch ganz deutlich unterscheiden von jenen eines Steirers, Tirolers oder gar Vorarlbergers. Noch eklatanter werden diese Unterschiede, wenn man über die Staatsgrenzen nach Deutschland und in die Schweiz hört. Und auch wenn die Sprecherinnen all dieser Regionen von sich behaupten, Deutsch zu sprechen, so sind die regionalen sprachlichen Unterschiede mitunter so groß, dass sie einander gar nicht verstehen und im Fernsehen sogar untertitelt werden müssen. Georg Holzer hat kürzlich bei einem Gespräch gemeint, keine zwei Sprachen innerhalb der slawischen Sprachenfamilie seien zueinander so verschieden wie beispielsweise Schweizerdeutsch und Plattdeutsch. Das war natürlich nur eine heuristische Aussage, denn es gäbe nicht einmal eine Metrik, um so etwas zu messen, wenn man wollte. Aber dieser Hinweis reicht, um die große Ähnlichkeit aller slawischen Sprachen untereinander zu verdeutlichen und die enormen Unterschiede innerhalb des Deutschen. Die eigene Sprache hat also etwas mit Wiedererkennung, aber auch mit Differenzierung zu tun. In diesem Sinne ist Sprache viel mehr als nur ein Verständigungsmedium. Jenseits der inhaltlichen Ebene ist sie auch in ihrer verschriftlichten Form vor allem Klang, Rhythmus, Stil, vertraute Harmonie. Mit ihr verbindet sich so etwas wie ein Selbstverständnis, ein Geist, eine Atmosphäre, ein Lebensgefühl, vielleicht letztendlich so etwas wie eine Identität. Was ist es also, das Deutsch in seiner schweizerischen, seiner österreichischen und in seiner deutschen Ausprägung zu einer Sprache macht, obwohl die großen Unterschiede das gegenseitige Verstehen behindern? Und warum sollen Serbisch und Kroatisch eigenständige Sprachen sein, obwohl ein stokavisches Kroatisch, wie es in Dubrovnik oder Slavonien und in Sirmium gesprochen wird, dem Serbischen sicher näher ist als dem in Zagorje gesprochenen Kajkavisch oder im Primorje gesprochenen Čakavisch? In der Zusammenfassung meines Beitrags schrieb ich, dass mein Vater ein Leben lang mein Lexikon gewesen ist und ich ihn immer nur zu fragen brauchte. In diesem Sinne möchte ich die Antwort auf diese Frage darauf jetzt meinen Vater hier selbst geben lassen, indem ich einen unserer Mail-Austausche aus dem Kroatischen übersetzt wiedergebe. Lieber Papa, schreibe ich, brauche deine Hilfe. Erinnerst du dich, wie wir über Kroatisch und Serbisch gesprochen haben, ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede und was sie zu eigenständigen Sprachen im sprachwissenschaftlichen Sinne macht? Einer der Gründe und einer der wichtigsten, soweit ich es verstehen konnte, ist, dass die getrennt verschriftlicht wurden. Vuk Karadžić hat das Serbische und wer hat eigentlich das Kroatische verschriftlicht? Und dass sie sich auf verschiedene literarische Korpora und Traditionen berufen, so wie sich das Englische in allen seinen Ausprägungen auf Shakespeare beruft und das Deutsche auf Goethe und Schiller. Auf welche Autoren und Dichter berufen sich Serbisch und Kroatisch? Der Grund, dass ich das jetzt frage und brauche, ist, dass ich mit Kollegen in der Garderobe beim Schwimmbad ins Gespräch gekommen bin, Migranten der zweiten Generation, unter ihnen ein Kroate, der sich nicht so wie ich nur mit der Theorie abspeisen ließ, sondern es gleich konkreter wissen wollte, was ich ihm zu meiner eigenen Verwunderung nicht zu sagen wusste und versprochen habe, es ihm beim nächsten Training zu sagen. Danke dir im Voraus und Bussi. Natko. Mein Vater antwortet am selben Tag auf meine Frage und streut typischerweise auch eine Geschichtsvorlesung mit ein. Diese bildet aber auch einen wesentlichen Teil der Antwort, denn wie er immer zu sagen pflegte, ohne die Geschichte zu kennen, kann man die Gegenwart nicht verstehen. Er schreibt, lieber Natko, die wahre Antwort auf deine Fragen steht in meinem neuen Buch Hrvatski jezik, die kroatische Sprache, welches noch in Druck ist und welches dir ein wenig inflationär vorgekommen war, welches aber mit seinen etwa 300 Seiten, auch wenn es schon veröffentlicht wäre, zu umfangreich wäre, um dir in dieser Situation von Nutzen zu sein. Deine Fragen hast du so gestellt, dass du gezeigt hast, dass du vieles davon gut verstehst, aber aus einer sehr eingeengten Perspektive. Und so werde ich dir auch sehr vereinfacht und verkürzt antworten, wie es zwar richtig ist, aber auch unangemessen vereinfachte Vorstellungen erweckt. Das muss man im Sinne behalten. Den Kroaten
haben fränkische Missionare, als sie sie im 8. Jahrhundert zum Christentum bekehrten, die Schrift in lateinische Sprache beigebracht. Im schon fortgeschrittenen 9. Jahrhundert brachten ihnen von fränkischen Geistlichen unter der Schutzmacht des Frankenreiches aus Mähren und Pannonien vertriebene Schüler von Kirill und Method das Kirchenslawisch, verschriftlicht mit glagolischer Schrift. Seither sind die kroatische Literatur und Kultur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zweisprachig. Latein ist also die erste Schriftsprache der Kroaten. Den Serben haben die Schüler derselben Schule die Schrift gebracht, jedoch nur auf Kirchenslawisch. Diese waren aus Bulgarien gekommen und haben bei dieser Gelegenheit auch Zuflucht in Serbien gefunden und wurden die alleinigen Träger der Alphabetisierung in Kirche und Staat. Zunächst schrieben sie in glagolischer Schrift, diese wurde aber schon früh vollständig durch Kyrillisch ersetzt, das heißt durch eine angepasste griechische Schrift. Und das ist bei ihnen die einzige offizielle Schrift in Kirche und Staat geworden. Bei den Serben hat sich das Kirchenslawisch eingekapselt und so hatten sie eine Sprache für Literatur und Kultur und eine gesprochene Volkssprache. So wie die Griechen. Das wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die brutale Reform des Vuk Karadzic verworfen und ebenso verworfen wurde damit die gesamte serbische schriftliche Tradition. Auch das kyrillische Alphabet wurde drastisch reformiert. Erst dadurch ist die serbische Schriftsprache der kroatischen auf einmal sehr nahe gekommen. Diese wiederum ist durch spontane und kontinuierliche Entwicklung entstanden. Indem das Kirchenslawische nach und nach volksnäher geworden war, Schritt für Schritt. Das lateinische Alphabet hat auch Schritt für Schritt die glagolische und kyrillische Schrift verdrängt. Da hat es gar keinen Vuk Karadzic gebraucht und den gibt es da auch nicht. Kroaten nehmen Bezug auf Ivan Gundulic, Ivan Mažuranic, August Čenoa, Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Miroslav Krleža. Serben beziehen sich auf Vuk Karadzic, Zmajovo Jovanović, Stevan Sremac, Bora Stanković, Jovan Dučić, Vasko Popo, um nur einige wenige zu nennen. Der Stil, der Geist und die Atmosphäre, die Hierarchie der Werte sind sehr verschieden. So sehr, dass man das in aller Ehrlichkeit auch nicht als dasselbe erleben kann. All das wurde dadurch wesentlich komplizierter, dass ganz am Ende des 19. Jahrhunderts die ungarische Politik, und zwar durch Kroaten, die zu ihren Leuten zählten, die Lehrmeinung aufoktroyiert hat, dass Vuk Karadzic auch die Kroaten alphabetisiert haben soll. Die kroatische schriftsprachliche Tradition wurde beiseite geschoben und ihr wurde keine Rechnung mehr getragen. Das hat die kroatische Sprachbildung wesentlich geprägt. Die Kroaten wussten sich nicht erfolgreich dagegen zu wehren und konnten es auch nicht. Aber sie konnten und auch bis heute können sie das alles nicht schlucken, ob sie sich dieses Umstandes bewusst sind oder nicht. Daher rührt das Unbehagen um die Sprache. Daher rühren auch deine Unterhaltungen darüber in den Umkleidekabinen des Schwimmbades. Alles, was ich dir geschrieben habe, ist sehr richtig, aber bis zum Grotesken hin übertrieben vereinfacht. Das wird anders, wenn du mit Interesse, wie mir jetzt scheint, mein inflationäres Buch lesen wirst. Bussi Papa. Das war die bis zum Grotesken vereinfachte und verkürzte Antwort meines Vaters auf meine Frage nach der philologischen Trennung von Serbisch und Kroatisch. In a nutshell quasi. Als Mathematiker und Informatiker weiß ich, dass man zuweilen, um den Kern von komplexen und mannigfaltigen Sachverhalten zu erfassen, stark abstrahieren muss. Also, so ähnlich ihre Sprachen zu gewissen Teilen auch sind, wurden Kroaten und Serben doch schon im frühen Mittelalter getrennt voneinander und in verschiedenen Sprachen und in verschiedenen kulturellen Traditionen alphabetisiert. Sie haben in Folge eigene literarische Traditionen aufgebaut und eigene standardisierte Schriftsprachen entwickelt. Und trotz der Annäherung beider Schriftsprachen durch die dramatische Reform des Vuk Karadzic und der Anpassung der Kroaten daran an der Wende zum 20. Jahrhundert, nehmen Serben und Kroaten Bezug auf verschiedene Autoren, pflegen verschiedene Stile und haben verschiedene sprachliche Werteskalen. Deswegen muss man Serbisch und Kroatisch als eigenständige Sprachen ansehen, im Unterschied zu Schweizerdeutsch und Plattdeutsch, die beide als Deutsch gelten, so verschieden diese auch sind. Denn wenn sie schreiben, verwenden sie beide das eine Hochdeutsch, die eine standardisierte deutsche Schriftsprache und beziehen sich damit beide auf Goethe und Schiller. Und viele andere natürlich auch, die ihm nachfolgten.
Dabei muss man, wie mein Vater eingangs schreibt, immer im Auge behalten, dass dies nur eine sehr stark vereinfachte und verkürzte Argumentation, trotzdem aber sehr richtig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich entschuldige mich für das Überziehen meiner Redezeit.